Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Mass Effect 3 auf Tuchanka. Wir machen sofort weiter mit der Genophage-Quest hier. Alle dabei, Jarvik. Rex, Sie hatten recht mit Garrus. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Was denn? Nicht jetzt, Rex. Der Commander hat genug Sorgen. Oh ja. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Ich mache mich auf den Weg. Die Mutter aller Dressschlunde ist uns auf den Fersen. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Danke für die Unterstützung täglich hier mit Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt. Singularität. Boom. Wird mal wieder rumgeballert hier. Vor uns ist eine Brücke. Wenn sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich hab nicht gesagt, dass es einfach wird. Ein wenig ist gut, ey. Ah, mit Energieentzug reicht es nicht ganz, dass sie dann sterben. Achtung, 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 Achtung! Deckung, Deckung, Deckung. Mach mal auf die dunkle Kanal, ey. So. Hat er, hat er, hat er. Dann gibt es nämlich wenigstens Explosionen. Noch den auch? Abklingzeit? Noch nicht da. Ah, gut, der ist hinüber. Nee, ah, super. Der erste ist gestorben, hat den dunklen Kanal auf den übertragen und dann kam ein Warp und dann kommt auch nochmal Explosion. Biotische Spezialitäten gibt es hier wieder. Frei Haus. Und scharf. Epische Stadt. Wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel. Ich kann nicht mehr zurück. Alles klar. Hinter mir ist alles zusammengestürzt. Moment, Kairos! Rex? Abbrechen, wir verschwinden. Oh, mein Gott. Sie kriegt uns nicht. Heiliger Dreschlund Batman. Oder Garrus. Das ist aber ein Riesenviech, ey. Weiter, Shepard. Wir versuchen, das Ding abzuschütteln, um sie zu finden. Ja. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Die verfolgen euch. Metallschock ist ausgezeichnete Eisenquelle für Speiseplan. Und wo sind wir Ihrer Meinung? Und das Schlimme ist, Eisenquelle. Rex hat vermutlich auch noch Spaß dabei. Krieg ist kein Sport, sondern Mittel zum Zweck. Das sehen die Kroganer anders. Wir müssen noch an den Sinn für Humor arbeiten von Jarvik. Der ist ein bisschen eingerostet nach 50.000 Achtung, Jahren. Vor uns sind noch mehr. Ich habe Sichtkontakt. Singularitäten. Shepard, Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Ich lebe noch. Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Anstrengend, aber unterhaltsam. Finde ich gut. Ich rieche den Atem von diesem verdammten Ding. Das Geräusch, wenn der dunkle Kanal drauf ballert, ne? Hört sich nice an. Oh, das ist ja ein Marodeur. Schilder absaugen also. Zack. Noch einer. Komm, Garrus, mach du. Ach, hat er schon. Danke, Garrus. Dann kann ich meinen Energieentzug benutzen, seine Überlastung und der hat nichts mehr an Schilden, ey. Der hat ja noch nicht mal Schilde, noch nie gehabt. Diese endlose Wüste. Shepard, wir haben Kairos fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Runter, da lang. Wir finden Sie schon, ich finde euch nicht. Runter zu den Dünen, oh Gott. Shepard, hier rüber. Krieg. Da sind sie. Schon im Auge. Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex. Wir sind ungeschützt. Ich will nicht, dass der Schlund sich anschleicht. Schon mal gesehen, wie groß das Ding ist. Es ist Kairos. Los, Shepard. Wir sind drin, los. Was ist mit Louis? Der ist hinüber.
Und er war sowieso eine Nervensäge. Bringen wir es zu Ende. Auf uns wartet ein Reaper. Okay. Wow, wie er da steht am Ende des Weges. Ich glaube, dafür ist keine unserer Waffen groß genug. Vergeltung ist das Ziel! Nicht Selbstmord! Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kalros, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Aber wie kriegen wir Kalros dahin? Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kalros verkörpert unseren Jähzorn. Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Gibt's da irgendwelche Risiken dabei? Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Und der direkte Kampf gegen die Sovereign nicht? Nur so kommen wir zu dem Turm und können das Heilmittel freisetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Die Schlundhämmer, die haben wir auch schon mal benutzt im zweiten Teil, als wir das Ritual abgeschlossen haben mit Grunt. Das war auch ein Schlundhammer, der da einen angelockt hatte. Okay, also passt auf, Leute, das wird heikel. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, sie waren eine Streiterin für das kroganische Volk. Eine Freundin des Erdnot-Clans. Und eine Schwester für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard. Ab jetzt Held. Held bedeutet und das. Und jetzt zeigen wir ihnen warum. Los, ich schaff das. Shepard bedeutet Held. Ich bin Erdnot Rex. Und das ist mein Planet. Okay. Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Er ist Rex und das ist sein Planet. Und das hier ist Commander Shepard. Und das hier ist sein Lieblingsgeschäft. Los, greifen wir an! Ich wollte nicht darüber. Ich wollte mich hinter die... Weil ich zu viel Sprint-Speed drauf hatte, bin ich gleich rübergeklettert, anstatt mich hinzuhocken, ey. Aber keine Lebenspunkte verloren, nur ein wenig Barriere. Aber jemand muss diese Schlundhämmer anheben, bevor sie einsetzbar sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Um die Schlundhämmer? Das ist schön. Muss ich das nicht machen? Gehen wir mal hier hoch. So. Das ist doch die Phalanx. Das ist doch die Waffe, oder? Die schwere Dingens. Ausrüsten, weiter. Bewaffnung, gucken wir mal kurz. Ist sie das nicht? Die Phalanx? Das hier ist die Igel? Scorpion? Da, das müsste die schwere sein. Das ist eine Allianzwaffe, Handfeuerwaffe, eine kurze Distanz, die dieselbe Durchschlagskraft aufweist wie das Sturmgewehr eines Soldaten. Ja, das ist das Ding. Die hat echt wenig Munition, aber richtig gute Durchschlagskraft. Updates sind, bleiben drauf. Okay, machen wir so. Phalanx. Nee, das ist sie doch nicht. Doch, das ist sie. 12 Schuss? Ich hatte das anders. Gibt es nur eine andere, die nur 6 Schuss hatte? Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Morden! Die sind hier draußen überall! Oh. Er hat mich gesehen, glaube ich. Zurück! Das ballert aber. Alle in Ordnung? Ich bin okay.
größtenteils. Hab schon schlimmer. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Okay, beide aktivieren. So was habe ich noch nie erlebt. Daran erinnere ich mich. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür... Sackgasse! Sackgasse, ich muss hier rauf. Dass wir das wirklich machen. Das ist der einfache Teil. Bleiben Sie in Bewegung. Das ist der einfache Teil. Er sieht so mega gut aus auch. Puh. Er schießt wieder. Wer schießt denn da? Turianer? Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, sie würden nicht aufgeben. Tja, bringt nur nicht so viel. Aber vielleicht schießt er den roten Laser nicht hier runter. Auf der linken Seite! Einer der Hämmer! Der zweite ist auf der rechten Seite! Das Problem ist erstmal, sie zu erreichen! Ja, Rohlinge! Ich sehe nichts! Das ist verrückt! Jarvik. Wow! Rück, 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 rück! Irgendwas ist auf mich gelandet. Komm, dunkler Kanal. Mach doch! Er macht es nicht! Warum macht er es nicht? Danke! Mit der Explosion geht's halt schneller. Guck mal, halbes Leben weg mit einmal. Jarvik ist down. Ich auch gleich. Boah, die kommen hier aber ganz schön dicht dran, ey. Guck dir das mal an, wie viel. Bring meine Granaten eigentlich was gegen die? Clustergranaten. Eieieiei. Einer ist weg. Meine Sicht ist ganz gut verkleistert. Hä? Okay, der noch. Die haben wir alle. Alle Rohlinge erstmal weg. Wow! Der trampelt ja auch noch rum. Wir müssen den einen Hammer wenigstens mal schnell aktivieren hier. Wir haben's. Mordin, wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast vor. Evas Vitaldaten fallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Jetzt schnell auf die andere Seite. Auf der anderen Seite. Landen vielleicht noch mal neue Rohlinge? Nee, das ist noch einer. Ja, ich wurde wieder platt getreten. Ich weiß, immer haben. Das ist nicht nur zu Spaß. Ah, der Reaper, ey, der. Wenn der hier noch die Leute immer platt haut, ist ätzend. Der steht wieder. Okay, der Rohling ist auch tot. Lauf, 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 bevor er tritt. Oh, 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 oh. Vielleicht bin ich zu voreilig und sollte nicht sofort drauf lossprinten. Zurück zum Truck! Ich kümmere mich um das Heilmittel! Okay, da kommt Kalros. Lasst sie kämpfen.
Wer hätte das gedacht? Einfach in die Tiefe gezogen und mit der Masse einfach komplett zerdrückt das Ding. Aber leider gibt es nur einen von diesen riesen Dressschlunden. Sie ist die größte von allen. Sonst hätte man damit eine Armee bauen können. Heilmittel bereit, Morden? Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malins Forschung unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Korgana. Rosige Zukunft. Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Mit den Muscheln am Strand. Ja, das Gespräch, was wir mit ihnen hatten. Och Mann, ey. Er gibt alles dafür, um die Genophage zu heilen. Sogar sein Leben. Wir werden dich vermissen, guter alter Freund Morden Solas. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Das werden die Kroganer ihn niemals vergessen. Auch er hat eine Statue verdient. Vielleicht sollte der Morden auch so viel wie Held heißen. Für die nächsten Kroganer-Kinder. Für die Spezies Torianer, Asari, Batarianer. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgaben. Freisetzung beginnt. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Kroganer. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salari. Und wieder läuft die Mass Effect 1 Musik hier. In diesem Gänsehautmoment. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Morden sterben musste. Ja, ihr solltet nicht nur Shepard danken hier, sondern Morden eigentlich noch viel, viel mehr. Ne? Was er jetzt alles dafür gegeben hat, um die Genophage hier zu heilen. Ey. Er war ein sehr guter Freund. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen.
Aber Ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Thorianern, ich werde Truppen nach Pelleven schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit Ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Ört-Not Bakara nennt Sie nun eine Freundin. Ihr richtiger Name. Bakara. Somit hat sie uns ihren richtigen Namen verraten, was sie ja auch mal gesagt hat. Vielleicht werde ich ihn später verraten, jetzt hat sie es getan. Ört-Not Bakara. Im Kelfigtal versammeln sich also noch die Kroganer. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Eine Schande, dass die Salarianer jetzt nicht mithelfen hier. Aber vielleicht kriegen wir sie trotzdem noch irgendwie dazu. Wer weiß. Commander, Ört-Not Rex hat begonnen, Truppen nach Pelleven zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die Turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Okay, so. Ja, die beiden haben wir jetzt schon mal fertig hier. Kroganer und Turianer, die helfen mit. Salarianer haben sich dagegen entschieden. Weil sie nicht mit der Genophage, mit der Heilung nicht so einverstanden sind, kann man nichts machen. Aber die Kroganer versammeln sich auch schon wieder im Kelfig-Tal, Tal, und vielleicht wird das Tal dann später umbenannt in Fick-Tal, um sich zu vermehren, wer weiß. So, ich weiß das echt zu schätzen hier. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Hört, hört. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Mordin tot. Das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Tja, hoffentlich kriegt Shepard nicht wieder Albträume von dem Jungen oder sowas. Das wäre mal ein Zeitpunkt, damit sich Liara mal ein bisschen um sie kümmert. Und es ist wieder der Traum. Das war klar. Aber jetzt kommen noch... Ausgezeichnetes Timing. Alter, ist das... eine Atmosphäre. Mordin hören wir auch noch. Ich habe einige Kräfte und Bäume. Aber ich hoffe, die verleihen mir nur mehr Charakter. Er ist wieder verschwunden. Da vorne.
Ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich denke nur die Opfer, ja. Ausruhen ist nicht angesagt hier. Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Ich vermisse Kaidan. Ich lasse sie in Frieden ruhen. Wir vermissen auch alle. Kaidan, den haben wir schon im ersten Teil verloren. Die erste schwierige Entscheidung, die Shepard treffen musste. Kaidan. Er hat uns Zeit verschafft, um die Sovereign zu besiegen. Angesichts der jetzigen Aufgabe würde er sein Opfer vielleicht für sinnlos halten. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Ja, noch ein Grund, ihn zu vermissen. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und er hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tigel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Okay. Schon wieder eine Nachricht. Da ist die Botschafterin wieder. Commander, es gibt etwas, worüber wir reden sollten. Nächstes Mal. Sobald Sie fertig sind, die Geschichte neu zu schreiben. Meine Entscheidung steht, Ratsherr. Daran lässt sich kaum noch etwas ändern. Ja, wir werden einige Milliarden mehr Kroganer in der Galaxie haben. Ihr Glück, dass Sie mir einmal das Leben gerettet haben, Shepard. Denn sonst... Ich bin wegen des Vertreters der Menschheit beunruhigt, Ratsherr Udina. Meine Agenten haben herausgefunden, dass er seine Autorität dazu benutzt, große Geldmengen zu verschieben. Zu welchem Zweck, ist noch unklar. Udina? Was will der denn jetzt schon wieder? Es ist natürlich der Ratsherr der Salarianer. Nicht die Botschafterin diesmal. Ich verwechsel die immer. Tut mir leid. Alles meine Schuld. Okay, wir sollten mal herausfinden, was Udina da plant. Wenn das stimmt, sollten wir der Sache rasch auf den Grund gehen. In der Tat. Kommen Sie zur Citadel. Wir sichten die Beweise und reden unter vier Augen darüber. Valern, Ende. Commander, zurück. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Admiral Hackett auch nochmal. Ernte, okay. Viele, viele Gespräche wieder, dann sollen wir zurück zur Citadel. Was für eine epische Folge heute. Ey, das ist immer wieder ein krasser Moment mit der Genophage und so weiter. Ich habe da schon beide Wege gesehen. Also ich habe mich auch schon mal dafür entschieden, die Kroganer zu hintergehen als böser Shepard. Das habe ich auch schon mal gespielt. Ist auch ziemlich krass, so von Dings her. Aber meiner Meinung nach hat man die besten Geschichten in Mass Effect, wenn man den Vorbildweg folgt, also den guten Weg, dann ist das Ganze nochmal so ein bisschen mit, ja, so ein bisschen ergreifender, finde ich. Also beide Wege sind interessant, sollte man mal gesehen haben, wenn man die Spiele öfters spielt. Aber das beste Ergebnis kriegt man eigentlich immer, wenn man auf der guten Seite spielt. Das finde ich. So, kann ja jeder anders sehen. Also, was für eine geile Folge, ey. Tja, der gute Mordin Solos. Die Kroganer jetzt wieder auf unserer Seite. Und jetzt macht Udina Schwierigkeiten. In der nächsten Folge werden wir hier noch mit Admiral Hackett, mit Anderson. Anderson will mit uns sprechen. Admiral Anderson sprechen und dann fliegen wir zur Citadel. Danke, dass ihr da wart. Danke für den Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge. Ciao.